begrüße euch ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2013. Ja, und ihr habt euch nicht vertan, das hier ist kein Liebesorakel. Es ist heute eine Ausnahme hier mit den beiden Karten vorne im Bild. Denn die Botschaft, die ich für euch bekommen habe oder für uns alle für die kommende Woche, bietet am Ende nochmal zwei verschiedene Ausblicke, zwei verschiedene Tendenzen oder Schwerpunkte der inhaltlichen Deutung. Und ich habe mir gedacht, ich kann das für euch vielleicht noch besser verdeutlichen und euch noch intuitiver zugänglich machen, indem ich euch hier nochmal eine Auswahl biete und sage, entscheidet euch, bevor ich die Wochenbotschaft zeige, nochmal für den violettfarbenen Amethysten oder aber den Rosenquarz. Und also eine Entweder-Oder-Entscheidung, weil dann die jeweilige Botschaft euch hilft, für euch nochmal etwas besser zu verstehen, was bedeutet jetzt die gesamte Botschaft für die kommende Woche eigentlich für euch. Hat einen bestimmten Hintergrund, ich habe die Karten gelegt wie immer und am Ende kommt eben diese Abzweigung, indem die Engel mir sagen, da gibt es eigentlich zwei Deutungsmöglichkeiten. Und wenn man das am Ende dann so sieht, weiß man auch warum, werde ich auch nachher nochmal was zu sagen. Ja, was erwartet uns in der kommenden Woche? Geht gleich gut los mit der ersten Karte von den Feen und sie sagen, es geht um Kinder. Deine Verbindung zu Kindern sind ein Teil deines Lebenssinns. Ja. Also das kann in Verbindung stehen mit der Lebensaufgabe, dass ihr das Gefühl habt, es ist für euch wichtig oder dass ihr immer mehr Zeichen bekommt, es ist wichtig, dass ihr etwas für Kinder tut, dass ihr Kindern helft oder Kinder erzieht, entwickelt, fördert in irgendeiner Form, gesund macht, ja, mit ihnen spielt, ihre Kreativität, Fantasie, ihre musischen, künstlerischen Talente mit entfaltet. Also das ist eine ganz interessante Karte, die eben jetzt mal auf die Kinder abzielt. Das ist ein Thema, was wir nicht unbedingt jede Woche in diesem Zusammenhang haben, aber die Engel wollen und die Feen wollen uns sagen, Kinder sind wichtig für unsere Zukunft. Vor allen Dingen eben die Kinder der neuen Zeit, wie die Indigo, Kristall, Diamant, wie auch immer sie alle heißen, Kinder. Die besonderen Kinder, die die spirituellen und medialen Fähigkeiten sehr stark ausgeprägt haben, die kein Karma mitbringen, die sehr stark fühlen, wozu sie hier sind, das sehr klar haben. Und um diese Kinder geht es. Es geht um alle Kinder in Summe, aber natürlich auch darum, besonders diese Kinder zu fördern. Und manche von euch planen vielleicht, ihre Lebensaufgabe auch darauf auszurichten, haben vielleicht im Hinterkopf oder im Bauch das Gefühl, das würde ich so gerne machen, mich zieht es da immer hin und ich habe so ein paar Ideen und das würde ich einfach gerne tun und das wäre so super für Kinder. Ja, und die Engel sagen, ja, euer Geschäftsvorhaben, vertraut darauf, geht voran in Bezug auf ein neues Geschäftsvorhaben oder eine berufliche Aufstiegschance. Und die scheint mit Kindern zu tun zu haben. Also wenn ihr euch etwas überlegt habt, was ihr tun könnt, was für Kinder gut ist, geht ja immer darum, auch ein Geschäftsvorhaben durchzusetzen oder zu lancieren, was zum höchsten Wohl der Menschen ist und in dem Fall der Kinder, dann geht voran. Das scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein dafür. Und die Engel sagen auch, wenn ihr das Gefühl habt, es fehlt noch was hier und da, Übung, Übung, Übung. Mit täglichem Übung kannst du deine Fertigkeiten und Talente verfeinern und dein Selbstvertrauen stärken. Also übt auch das, was ihr da verwirklichen wollt, feilt daran an eurem Konzept, an euren Plänen, an euren Fertigkeiten, damit ihr das realisieren könnt. Also ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und deswegen also übt ruhig alles, was ihr braucht. Üben kann auch heißen, das mit anderen zu besprechen, die Gedanken mal zu Ende denken, durchkauen miteinander, damit man wirklich da auf eine andere, ja, dass man auch weiterkommt an dem Punkt. Aber auch sicherer wird, selbstsicherer in dem Ganzen. Ja, und hier habe ich im Übrigen ein ganz neues Orakelkartendeck geschenkt bekommen. Dafür nochmal herzlichen Dank von der Person, die mir das geschenkt hat, himmlische Lichtbegleiter. Und das ist offenbar, ich kannte es noch nicht, ein Deck, was Engel, Elfen, Einhörner, Delfine und Meeresengel-Botschaften kombiniert. Sehr hübsches Deck. Und heute kamen für das Wochenorakel zwei Botschaften. Entscheide dich, hier sehen wir eine Elfe, also es geht ganz klar darum, sich klar auszurichten, klar zu entscheiden. Also wenn das Pläne sind, die ihr habt und die sind noch halbgar, dann wollen euch die Feen und Engel sagen, geh voran mit diesen Vorhaben, setze die ersten Schritte um, setze es in die Tat um. Ja, also entscheide dich, was du willst und wie du es machen willst, damit auch wirklich du die positive Energie, die dich dabei unterstützen will, auch anziehen kannst. Denn solange du unklar bist und solange du noch zweifelst vor allen Dingen, ja, der Zweifel ist ja das, was uns hindert an der Entscheidung, ja,
Und solange du zweifelst, wirst du auch keine Erfolge nach sich ziehen. Und deshalb hast du vielleicht auch das Gefühl, ich muss noch ganz viel üben. Es funktioniert ja noch nicht. Es läuft noch nicht so rund. Wenn das so ist, wenn du das Gefühl hast, du hast schon so viel geübt, du hast schon so viel dran rumgefeilt, gearbeitet und gedacht, es könnte so und so gehen, dann ist eine Entscheidung wichtig, damit die Energie klar kanalisiert wird in die Zukunft, in die richtige Richtung, damit dein Projekt erfolgreich werden kann und wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich bei den Kindern. Und was auch hilft, ist, dass du die Natur und auch das Naturerlebnis für die Kinder, aber auch für dich einbindest, dass du dich erholst in der Natur, dass du die Naturwesen um Unterstützung bittest, dass du dich mit ihnen verbindest. Im Wald geht das sehr gut, dass du dich auch erholst natürlich, gerade wenn du Zweifel hast, dass du Kontakt mit den Naturwesen machst und sie bittest, deine Zweifel auch zu heilen und dir auch hilfreiche Menschen zu schicken oder andere Botschafter, die dir eine Botschaft geben, die dir Klärung hilft, deine Gedanken auch zu klären, ja, oder auch reale Probleme zu beseitigen, ja. Also auch die Natur ist natürlich auch sehr heilsam für Kinder. Also eventuell gibt es auch das ein oder andere Geschäftsvorhaben, wo auch die Natur eine wichtige Rolle spielt, weil sie heilt. Ja, das ist im Prinzip die Wochenbotschaft, finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr speziell auch. Und das kann ein Grund sein, warum die Engel am Ende nochmal einen Split machen quasi und sagen, ja gut, man kann das jetzt nochmal in zwei verschiedenen Richtungen auslegen. So, diejenigen, die sich jetzt vorher für den Amethysten entschieden haben, bekommen folgende Message. Und zwar arbeiten ja die Einhörner auch sehr eng mit den Erzengeln zusammen und den Engeln. Und hier ist es Erzengel Zadkiel, der mit dem Einhorn-Alchemist zusammenarbeitet. Und Erzengel Zadkiel arbeitet mit der violetten Flamme. Auch der Amethyst gehört zu den violetten Edelsteinen des violetten Lichtes. Und es geht um Transformation, um Veränderung von Glaubenssätzen. Wenn du dir selber einredest, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist noch nicht so weit, das braucht alles noch Zeit, das kann nur schief gehen, dann passiert es auch so. Und jetzt ist die Zeit, dass du mit dem violetten Licht arbeitest und diese Blockaden, diese Glaubenssätze oder auch karmische Blockaden auflöst. Ja, möglicherweise hast du in deinem früheren Leben mit vielleicht mit Kindern gearbeitet, das ist jetzt nur ein Beispiel, kann sein. Und es gab ein karmisches Erlebnis aus diesem Leben und das blockiert dich bis heute wirklich, die Schritte jetzt zu gehen. Und deshalb drehst du Runden in dieser Übung und sagst, na, ich bin noch nicht so weit, ich muss noch dran arbeiten. Und die Zweifel kommen und die Ängste natürlich, die verbunden sind mit der früheren Erfahrung, die dich hindern, deine Entscheidung zu treffen. Und die Botschaft für diejenigen, die hier wirklich ein Geschäftsvorhaben haben, eine Idee, wie sie Kindern helfen können, ein Projekt, sind aufgerufen, eventuell zu schauen, was sie da noch an Themen heilen können, auf tiefer karmischer Ebene, transformatorischer Ebene, um wirklich aus dieser Stagnation und Unzufriedenheit und Angst, etwas falsch zu machen, obwohl das Herz es möchte, rauszukommen. Ja? Und dabei helfen euch Erzengel Zadkiel und das Einhorn Alchemist. Die Einhörner arbeiten ja auch sehr eng mit vielen Kindern zusammen und Menschen, die mit Kindern arbeiten. Also insofern könnt ihr da volle Unterstützung erwarten. Und aber wichtig ist, dass ihr das Problem in euch noch transformiert. Was ist mit denen, die den Rosenquarz gewählt haben? Die haben Erzengel Shamuel und das Einhorn Lichtzauber. Und Erzengel Shamuel ist ja der Engel der Liebe und der Liebesbeziehungen, Seelengefährten. Und ja, und Erzengel Shamuel hilft denjenigen, bei denen es auch um Kinder geht und eine Beziehung, wo es vielleicht schwierig ist oder sich eine Beziehung anbahnen soll oder in die richtige Richtung bewegen soll, auch in Richtung eigener Kinder möglicherweise. Also hier kann das Thema eine andere Konnotation haben, wo es weniger ums Geschäft geht, als mehr um Haus, Hof, Familie, Familienleben, Kinderwunsch auch. Also Erzengel Shamuel sagt, nutzt auch den Rosenquarz als Stein, um euch zu heilen, um das Thema Liebe in euren Herzen zu heilen und jetzt wirklich auch mit dem Thema, was auch immer es sei, was immer gerade Schwierigkeiten macht, auch bei Trennungen, was passiert mit den Kindern, wie geht es da weiter, wie regeln wir das? Also da kann jetzt heilende Energie zu euch kommen in der kommenden Woche. Also es geht wirklich nächste Woche ganz, ganz stark um die Kinder, um das Wohl der Kinder und bittet Erzengel Shamuel und auch Erzengel Zadkiel, dass ihr Entscheidungen treffen könnt und auch mit euren Partnern und Geschäftspartnern, die zum höchsten Wohl aller Kinder sind und auch zu eurem höchsten Wohl, damit das alles wirklich in Frieden gelöst werden kann. Das ist die Botschaft für die kommende Woche. Ich wünsche allen, die da etwas planen mit Kindern und auch mit Kindern zu tun haben oder ihre eigenen Kinder haben, wo sie vielleicht die eine oder andere Sorge haben, schicke ich Licht und Liebe aus meinem Herzen, Vertrauen in euren Weg und ja,
manifestiert eine Lösung in eurem Leben, indem ihr dran glaubt, dass es eine Lösung geben wird und dass ihr positiv bleibt und die Lösung wird auch kommen. Bittet die Engel und die Feen und die Einhörner, wen ihr auch immer mögt, um Hilfe. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und sagt bis bald. Tschüss.